Guten Tag. Oh! Ja, wie ihr seht, ich heute alleine. Also, kein Halten, kein Essen, kein Reden, kein gar nichts. Lift hoch, runterknallen, Lift hoch, runterknallen. Das ist der Plan. Mal gucken, wie es so wird. Ja, da bin ich mal Flow, ich will der Flow. Aber das sieht auch ganz nett aus wie die North Shore. Okay, jetzt habe ich mal spontan eine ganz andere genommen. Ah, diese North Shore war letztes Mal noch nicht auf hier. Boah, Alter. Geil. Junge, Junge, Junge. Entschuldigung, wieder meine Verfeiltheit. Ja, yeah, kleiner Kicker. Yeah. Alles klar. Ich hasse dieses Ding, ohne Witz. Ich weiß auch nicht warum, aber diesen Sprung mag ich nicht. Hoffentlich mag er mich. Oh! Hier, Stein, verpiss dich. Hier bin ich gelandet. War nicht gut. Auf jeden Fall nach rechts ein bisschen. Dann kriegt man noch die Kurve. Kurve. Da bin ich zu doof für. Die Kurve kriege ich nicht. Ja, lass mal sein. Ui. Das ist hier erst der Abfahrt des Tages. Da ich nämlich heute allein bin, versuche ich mal so viel wie möglich, oh, viel zu weit, so viel wie möglich abzufahren. Um mal zu gucken, wie viel Abfahrten man hier machen kann für sein Geld. Zum Einfahren dachte ich, ist die Jumpline vielleicht ganz geil. Da dachte ich doch, dass das hier irgendwo hingeht. Weg.
Shit, was verpasst hier? Kacke auf dem Weg. Hab ich gesehen. Boah, Alter, sind hier Löcher in den Anliegern. Die war auf jeden Fall kurz. So, jetzt kommt die Flöhe. Hätte ich mal als erstes machen sollen zum Einflöhen, aber... mit mehr Luftdruck kann ich bestimmt viel besser fahren, aber ja, Punkt. Keine Kraft mehr für irgendwelche Sprünge hier. Hä? Bikercross? Hä? Übrigens Helmkamera heute. Falls das noch keiner gemerkt hat. Das ist halt so geil hier, ne? Dass irgendwie alle Strecken doch dann zusammenkommen. Da kam ja die Jumpline her und jetzt geht's hier weiter wie eben. Ich dachte, ich fahre jetzt einfach hier die 7 Strecken ab und dann war's das. Aber wenn man sich überlegt, allein hier vorne, hier kommst du ja von rechts runter, allein hier hast du ja schon mal 1, 2, 3 Möglichkeiten weiterzufahren. Und auch von den ganzen, die hier auf der, wenn du von unten guckst, auf der rechten Seite sind, das ist unglaublich, wie viel verschiedene Strecken man hier fahren kann. Klar sind dann am Anfang sind die da ein bisschen gleich oder am Ende, aber man kann so viel kombinieren. Das macht mir gerade ein bisschen Angst. Ich glaube, ich schaffe heute gar nicht alle Strecken abzufahren so richtig in meiner Power Hour, weil ich habe noch 3 Minuten. Zwar knall ich die jetzt runter und an diesem großen Chor fahre ich mal weiter auf die Enduro. Gucken, ob das aufgeht. Hä? Schon wieder falsch gefahren. Gott, oh Gott. So me, ich weiß schon wieder nicht, was geht. So, jetzt war ich hier lang. Die kommt auch von woanders. Also das, was ich hier meinte im Lift, ne? Es gibt hier so viele Möglichkeiten.
dunkel im Wald. Huch! Oh shit, habt ihr das gehört? Das war der Henker. So, normalerweise sollte man jetzt links fahren, aber ich fahre den Drop und dann die Enduro weiter. Geil, kriegst du das Speed drauf. So, weil hier steht jetzt Enduro. Also fahre ich die mal an. Geil, noch nie gefahren. Ui. Wie beim ersten Mal Sex. Was ist das denn hier vor der Apfel? Das muss ich schieben. Okay. Boah, Alter, ob die so offiziell hier. Liftstation. Oh Gott, okay. So, also Schnitt ist bis jetzt halbe Stunde pro Strecke mit Lift wieder hoch. So, jetzt kommt hier die Downhill. Aber selbst hier gehen auch wieder zwei ab. Das ist echt viel zu fahren. War keine Bremse. Hallo. Hier ist wieder was kaputt. Ja, Kette, ich hab's gerade gemerkt, danke. Nett hier, ne? Weisen einen drauf hin. Es geht. Ach, wisst ihr was? Da habe ich heute keinen Bock drauf, wenn ich alleine bin. Oder? Scheiß drauf. Das ist auch nicht die, die ich fahren wollte. Verdammte Scheiße. So ein bisschen bremsen. Nee, krieg ich kein Speed, oder? Doch. Jo, geil, geht. Ups. Oh, das ist halt der Kack, wenn man alleine fährt. Jetzt bin ich hier voll eingestaubt. Gut, Pause. Ich muss eh pinkeln. Geil, ey, das war mein erster Sturz mit dem Mountainbike. Also mein erster richtiger Sturz mit dem Mountainbike. Und wisst ihr, was mich am meisten aufregt? Dass meine Hose so dreckig ist und ich gleich in mein frisch geputztes Auto steigen muss. Ganze Schwung ist raus.
Motivation ist raus. Hier springe ich bestimmt nicht nochmal rüber. Überhaupt nicht meins, sowas hier. Hier war ich doch vorhin schon. Das letzte Mal waren wir, glaube ich, so vor 3-4 Monaten hier. Oh, das ist tatsächlich, habt ihr eben auch gesehen, dass da gebaut wird. Es sind viele Sachen anders. Also hier drüben auf den Lines sind ein paar Sprünge weg, ein paar Sprünge da. Also ein bisschen haben sie umgebaut. Und wie man hier sieht, North Shore. 3,5 Stunden war ich jetzt hier. Und habe 8 Abfahrten gemacht, inklusive einer Hotdog-Pause. Also das geht. Geil. Jetzt habe ich noch was vom Tag, jetzt kann ich noch in die Eisdiele gehen.